Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt, wird mir heute gesagt, wird mir jetzt gesagt. Mein alter Glaube, mein altes Denken hat keine Bedeutung. Es zeigt mir meinen unglaubhaften Glauben, an dem ich sehr hänge. Der mir sehr meine eigenen Gesetze zeigt und nicht die Gesetze Gottes. Möge ich nur Gottes Gesetzen folgen. Und den Christus in allem, in jedem Sinn. Es kann keinen konflikthaften Geist geben. Kein Recht haben wollen damit. Meine alte Welt ist nur einen Augenblick. Nichts hat in der Ewigkeit keine Bedeutung. Also wozu dieses zwanghafte, vehemente Festhalten an meinem alten Glauben, was doch nur Leid hervorbringt? Immer diese Fixierung auf das Außen. Lange, lange habe ich wild mit Projektionen um mich geschmissen. Und jetzt habe ich so einen Projektionensalat vor mir. Die Welt spiegelt es mir wieder und ich verstehe nichts. Und will auch noch damit Recht haben. Und das kann ich in einem Moment aufgeben, weil es nur das alte, unwahre Denken ist. Keine Bedeutung hat. Es zeigt mir immer wieder nur, wie sehr ich da noch dran glaube, wie sehr ich da noch drauf rumkauen muss. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Gott will nur, dass du in Liebe schaust, dass du zurücktrittst und seinen Willen tust, der ja meiner ist. Und das ist schon alles. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt, nur Gottes Welt ist wirklich, ist ewig. Das Paradies.
die ewige Ausdehnung meines Heiligen oder unseres Heiligen Geistes. Dem Christusgeist. Und das geschehen zu lassen, das kommen zu lassen. Ich brauche jegliche Hilfe. Jegliche. Fühle oder nimm die Stärke dahinter wahr. Diese Fülle, die sich zeigen will. Gastgeber Gottes. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dies ist ein Gedanke, der dazu verwendet werden kann, zu sagen, dass Tod und Kummer das sichere Los aller ist, die hierher kommen. Und das glauben wir ja. Ne? Hier muss ich wohl Krankheit, Leid und Tod erfahren. Naja, je nachdem, ne? Wie ich darauf schaue. Ob ich da mit Angst schaue oder eben mit Liebe. Ich habe immer nur mit Angst geschaut. Und das äußert sich in vielerlei Art und Weise, vielerlei Formen, Situationen, Erinnerungen. Und damit habe ich mich eben so sehr identifiziert, dass ich die neue Welt, das Neue, das nur Liebe möglich ist, wahr ist, mir nicht vorstellen kann. Ich traue dem nicht. Naja, jetzt bin ich aber gerufen, genau nur das zu geben, nur Liebe zu lehren, damit ich vertraue, damit ich mich traue, damit ich sicheren Schrittes gehe. Naja. Und mir wird all das Unschöne nochmal gewahr. All die hässlichen, angsterfüllten, unwahren Gedanken. Nur um zu verlernen, dass mich das nicht mehr ins Wanken bringen kann. Also sollte ich damit nicht mehr rumhängen. Gott ist jetzt. Die Erlösung ist jetzt.
Wie kann da ein Wunder geschehen, wenn ich immer wieder alte Gedanken vor Gott selbst stelle? Ne? Wenn ich gar nicht wirklich bereit bin, Gott vollständig anzunehmen, mich als das Kind Gottes, als den Sohn Gottes vollständig anzunehmen. Es braucht die Totalität, ne? Ganz und gar. Mit Gott kann ich nur ganz und gar sein. Und das heißt, ich muss mein altes Denken komplett abgeben. Naja, und nur meine unwahren, konflikthaften, urteilenden Gedanken zeigen mir, dass ich da wohl noch nicht mit Gott bin. Also braucht es weiter Berichtigung, damit ich die Sühne vollständig annehme. Braucht die totale Sühne. Bis ich nur noch Gottes heiliges, liebendes Wort höre. Denn ihre Freuden sind vergangen, bevor sie besessen oder überhaupt ergriffen sind. Ein kurzer Jubel, Freudentaumel, Verliebtheit. Und zack, kommt was und schon ist alles wieder weg. Wo bin ich da unterwegs? Das ist nur Körper, nur Körpergedanken, nur meine alte Welt wahrmachen. Angst passiert. Mit Gott in meinem Geist kann mir das nicht geschehen, da kann mich nichts ins Wanken bringen. Das sind ja auch alle Bedürfnisse befriedigt. Und dann geht es nicht mehr um mich und das hier, sondern nur noch Gottes Willen zu tun. Überbringer seiner Botschaft zu sein. Aber wie sich das zeigt, keine Ahnung. Es wird mir ja gezeigt. Aber das halte ich ja schon gar nicht aus. Ich will das ja kontrollieren. Wieso will ich das aber nicht? Was? Und die ist schon wieder gegangen? Unmöglich. Sie liebt mich doch nicht. Ich habe ihn doch so geliebt. Naja. Ich hänge dann noch in alten Sehnsüchten und Erinnerungen rum und bemerke es nicht. Und das ist schmerzlich, wenn die Täuschung sich zeigt. Ne? Wenn ich bemerke, oh, ich habe da wieder an was Altem sehr festgehalten. Und jetzt wird es mir scheinbar genommen. Aua. Weil ich es immer alles so ernst nehme und die Freude vergessen habe. Gibt ja auch nichts zu lachen, wenn der Tod so triumphiert, ne? Klingt ja wie Hohn.
Möge ich geduldig sein. Ich bin Lernende, Schülerin. Möge ich es mir zeigen lassen. Es ist immer alles genau richtig. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Möge nur Gott durch mich wirken. Nur Christus. Dieses Gewahrsein ist jedem gegeben. Es ist nur die Bereitwilligkeit. Will ich oder will ich nicht? Will ich Angst oder Liebe? Will ich Ego oder Gott? Will ich Recht haben oder glücklich sein? Das ist alles dasselbe. Da gibt es keine Rangordnung. Dieses Denken, dass das da schwieriger ist als das. Das zeigt mir nur meine Angst, meinen Konflikt, den ich eben groß gemacht habe. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dies ist jedoch auch die Idee, die nicht zulässt, dass eine falsche Wahrnehmung uns in ihrer Macht hält oder mehr als eine Wolke darstellt, die an einem ewig heiteren Himmel vorüberzieht. Der Schleier. Lass es ziehen, da ist nichts. Dein wahrer Geist ist unumwölkt, heiter, gelassen, lächelnd. Friedlich, in Ruhe, einfach. Falsche Wahrnehmung, Falschgesinntheit. Das ist nicht der Weg mit Gott. Ich will dieses konflikthafte Denken nicht mehr. Also bin ich bereit, es neu sehen zu wollen. Aufzuerstehen. Neue Sicht, neue Welt. Neues Denken. Und diese Heiterkeit ist es, die wir heute suchen, unumwölkt, offensichtlich und gewiss. Wo ist da eine dunkle Wolke? Wo ist der Konflikt? Sicherlich nicht im Geiste Gottes. Wo bist du zu Hause? Naja, Gott, oder? Oder bist du etwa im Konflikt zu Hause?
Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dieser Augenblick ist dieses Loslassen. Von diesem alten, starren Glauben, dass da noch irgendwas sein könnte. Ne? Das ist die Ego-Spielerei. Ne? Kommt von allen Seiten. Irgendwann bemerke ich, dass es immer dasselbe ist. Und dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Weil es auslaugt, ne? Erschöpft. Das nicht erschaffen ist. Das nicht der Wille Gottes ist. Wir suchen heute deine heilige Welt, Vater. Heilige, heitere Welt. Lichtvolle Welt. Liebevolle Welt. Denn wir, deine liebenden Söhne, haben eine Weile unseren Weg verloren. Wie das denn? Wie kann ich im Vater den Weg verlieren? Unmöglich. Es ist nur ein alter Gedanke, der mich hat falsch entscheiden lassen, den ich groß gemacht habe, der mich blind hält, der eben diese Wolke ist, die nichts ist, diesen scheinbaren Umweg. Und das lassen wir jetzt bleiben. Gott gibt es nur geradewegs. Total. Entspann dich in deinem Geist. Ein heiterer, gelassener Geist ist dir gegeben. Leichtigkeit, Einfachheit. Vielleicht wird dir Komplexität, Kompliziertheit nochmal vehement gezeigt. Fall nicht drauf herein. Mach es nicht weiter wahr. Geh darüber hinaus. Christus ist da. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht, dies hier anders zu sehen. In Gott will ich doch nur Frieden sehen. Wenn das nicht gegeben ist, bin ich nicht mit Gott. Halte dich nur daran und geh an all dem Unwahren vorbei. Auch wenn scheinbar Brüder hartnäckig auf dich einreden, es wie Recht haben klingt. Lass dich nicht mehr beeindrucken. Doch haben wir auf deine Stimme gehört und ganz genau gelernt, was wir tun sollen, um dem Himmel und unserer wahren Identität zurückerstattet zu werden. Und wir hören auf die Stimme für Gott, sonst wären wir nicht hier. Du willst Gott. Du willst den Frieden. Du willst die Ruhe in deinem Geist.
Und jetzt sind wir noch am Üben, noch am Verlernen. Das hat keine Bedeutung. Da geduldig mit mir zu sein. Dafür ist uns die Zeit gegeben. Möge ich ihr nicht mehr Bedeutung geben. Möge ich nicht mehr zurückschauen oder vorausschauen. Berechnend sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sagen heute Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert. Wir möchten über diesen winzig kleinen Augenblick hinausgehen in die Ewigkeit. In die Ausdehnung. In die Grenzenlosigkeit. In die Ahnungslosigkeit. In das Nicht-Wissen. In das nicht mehr kontrollieren können. In dem einfachen Sein in Gott. Die sanfte Kapitulation. Nur noch Gottes Gesetzen folgen zu wollen und nicht mehr meinen eigenen. Ich muss Gottes Willen tun, seinen Gesetzen folgen, damit ich Wunder erfahre. Wenn ich das nicht erfahre, naja, dann habe ich mich wohl falsch entschieden. Und das zu korrigieren. Also lass alte Gedanken nicht mehr groß werden. Mach keine große Sache mehr draus. Gib sie rasch dem Heiligen Geist. Für deine eigene Ruhe, für deinen eigenen Frieden. Und wenn du es verdrängt hast und doch nicht wirklich abgegeben hast, es wird dir doch gezeigt. Na dann wird, dann kommt es nochmal. Bis die Korrektur, bis die Vergebung vollständig ist. Das ist alles. Und da mit sich okay zu sein. Okay, dann habe ich das wohl noch nicht verstanden oder noch nicht annehmen können. Mein lieber Bruder, mein heiliger Bruder, Gott liebt dich, liebt mich, liebt uns so sehr. Über all das hier hinaus. Mögen wir es ihm gleich tun. Für den einen heiligen Augenblick. Der sich in die Ewigkeit hinausdehnt.
in der heiligen Kommunion. Heilige Beziehung, eine Heiligkeit, eine Liebe. Was ist alles? Wir sind der lebendige Christus, heiter, unumwölkt. Amen. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dies ist ein Gedanke, der dazu verwendet werden kann, zu sagen, dass Tod und Kummer das sichere Los aller ist, die hierher kommen. Denn ihre Freuden sind vergangen, bevor sie besessen oder überhaupt ergriffen sind. Dies ist jedoch auch die Idee, die nicht zulässt, dass eine falsche Wahrnehmung uns in ihrer Macht hält oder mehr als eine Wolke darstellt, die an einem ewig heiteren Himmel vorbeizieht. Und diese Heiterkeit ist es, die wir heute suchen, unumwölkt, offensichtlich und gewiss. Wir suchen heute deine heilige Welt, denn wir, deine liebenden Söhne, haben eine Weile unseren Weg verloren. Doch haben wir auf deine Stimme gehört und ganz genau gelernt, was wir tun sollen, um dem Himmel und unserer wahren Identität zurückerstattet zu werden. Wir sagen heute Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert. Wir möchten über diesen winzig kleinen Augenblick hinausgehen in die Ewigkeit. Amen. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt.
Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dies ist ein Gedanke, der dazu verwendet werden kann, zu sagen, dass Tod und Kummer das sichere Los aller ist, die hierher kommen. Denn ihre Freuden sind vergangen, bevor sie besessen oder überhaupt ergriffen sind. Dies ist jedoch auch die Idee, die nicht zulässt, dass eine falsche Wahrnehmung uns in ihrer Macht hält oder mehr als eine Wolke darstellt, die an einem ewig heiteren Himmel vorbeizieht. Und diese Heiterkeit ist es, die wir heute suchen, unumwölkt, offensichtlich und gewiss. Vater, wir suchen heute deine heilige Welt, denn wir, deine liebenden Söhne, haben eine Weile unseren Weg verloren. Doch haben wir auch deine Stimme gehört, Vater, und ganz genau gelernt, was wir tun sollen, um den Himmel und unserer wahren Identität zurückerstattet zu werden. Und wir sagen heute Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert. Wir möchten über diesen winzigen kleinen Augenblick hinausgehen in die Ewigkeit, in das Reich unseres wahren Zuhauses im Himmel, eins mit der ganzen Sohnschaft all unserer Brüder, im Geiste Gottes, unseres Vaters. Amen. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Amen. Das Himmelreich in dir ist heiter und unumwölkt.
Da kann es keine Ernsthaftigkeit geben. Verantwortung schon und Vernunft. Aber nicht diese schwere Ernsthaftigkeit, ne? Oder dieses persönlich nehmen. Dieses Identifizieren mit meinem alten Denken und Projizieren. Heitere Gelassenheit ist dein wahrer Geist. Es ist immer wieder sich über mein altes Denken erheben. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und sich da helfen zu lassen und hilfreich zu sein. Das ist Nächstenliebe. Ne? Obwohl es ja in Wahrheit keinen Nächsten gibt. Aber es sind ja alles meine Teile. Ne? Ich kann da nichts auslassen. Also, falsche Wahrnehmung ist nicht mehr, kann nicht sein. Und da eben nicht mehr dran rumdoktern zu wollen. Das ist immer wieder Auferstehung. Darüber hinausgehen. Hinausschauen, hinaushören. Bis du den Christus erkennst. Amen. Also geh hin in Frieden, froh Gemut, sanftmütig. Wir sehen uns gleich wieder. Bin gleich wieder da. Amen.